Und über dieses Codeschnipsel ist es jetzt also möglich, mit einer Automatisierung dafür zu sorgen, dass wenn ich hier ausschalte, dieser Lichtschalter ausgeht, wenn ich hier einschalte, dieses Ding wieder eingeht und hin und her und kreuz und quer, es ist ganz egal, was ich mache, diese beiden Geräte sind immer in dem gleichen Status. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mit euch mal die Entwickleroptionen etwas genauer ansehen. Die Entwickleroptionen sind ein sehr mächtiges Werkzeug im Home Assistant, die uns gerade im Bereich Automatisierung doch sehr unterstützen können. Und was die so alles bieten, das möchte ich mir heute mal mit euch zusammen angucken und euch mal so ein bisschen zeigen, was man wie wofür verwenden kann. Und in diesem Zuge möchte ich euch direkt eine schöne Möglichkeit zeigen, wie man in der Lage ist, mehrere Schalter für ein Gerät zu synchronisieren. In meinem Fall sind es jetzt zum Beispiel die Nanoleafs. Die Nanoleafs kann ich einmal über die Web-Oberfläche steuern, also über das normale Home Assistant Interface. Dann habe ich mir noch die Möglichkeit geschaffen, es über einen Sonoff T1 Wandschalter zu schalten. Und zusätzlich habe ich das Ganze nochmal bei mir auf dem Stream Deck. Heißt, ich kann im Stream Deck mal eben kurz den Farbmodus ändern oder ich kann sie direkt an- oder ausschalten. So, und man möchte das Ganze natürlich irgendwo synchron haben. Heißt, egal womit ich anschalte, ob ich jetzt über Stream Deck einschalte, über die Web-Oberfläche oder eben über den Schalter, alle anderen Geräte sollen ja darüber in Kenntnis gesetzt werden. Weil sonst hat man oft das Problem, ich schalte am Stream Deck ein, der Schalter steht noch auf Aus. Wenn ich dann den Schalter drücke, meint der, er müsste nochmal einschalten, also passiert nichts. Also muss ich ihn ein zweites Mal drücken, damit er wieder abschaltet, wenn man zum Beispiel diesen normalen Toggle nutzt oder ähnliches. Ja, und diesbezüglich habe ich mir Automatisierungen nochmal ein bisschen genauer angesehen, was da alles so möglich ist. Und ich denke, ich habe eine ganz schöne Lösung gefunden, dass egal mit welchem Schalter ich jetzt ein- oder ausschalte, alle anderen Schalter sofort in den gleichen Status gehen und natürlich das Endgerät auch geschaltet wird. Ich quatsche aber auch gar nicht mehr lange rum. Wir gehen direkt ins Büro und schauen uns das mal gemeinsam an. Aber vorab noch eine kleine Sache, und zwar, wenn ihr noch was bei Amazon oder eBay bestellen müsst, ist jetzt vor der Weihnachtszeit ja gar nicht so unwahrscheinlich, und ihr möchtet mich dabei noch supporten, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich meine Amazon und eBay Affiliate Links verlinkt. Ihr würdet mich riesig unterstützen, wenn ihr darüber eure Bestellungen aufgeben würdet. Ihr bezahlt natürlich weiterhin das Gleiche, ich bekomme eine kleine Provision, würde meine Arbeit hier riesig supporten. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ansonsten, wie immer, natürlich den Like für den YouTube-Algorithmus, würde mich riesig freuen, hilft mir wirklich sehr. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem eigentlichen Video. Ja, und hier seht ihr jetzt das Home Assistant und es geht um diese beiden Geräte. Hier haben wir einmal das Entity Nanoleaf und einmal das Entity meines Lichtschalters. Ich wechsle mal kurz in den Konfigurationsmodus, damit ihr auch seht, dass es zwei unabhängige Geräte sind. Wir haben einmal Light T2 L2, das ist also mein Sonoff Lichtschalter. Und dann haben wir hier einmal mein Nanoleaf, das ist einfach ein ESP mit LEDs dran, geflasht mit ESP Home. Das Video dazu folgt noch. Und das ist das Entity Light Nanoleaf 2. So, und wie eben schon erwähnt, habe ich diese beiden Geräte synchronisiert über Home Assistant. Es ist jetzt in dem Fall so, wenn der Lichtschalter geschaltet wird, schaltet auch das Nanoleaf ab und schalte ich das Nanoleaf wieder ein, geht auch automatisch der Lichtschalter wieder an. So, und ich denke, vor diesem Problem steht jeder irgendwann mal. Eigentlich ist es ja sowas wie eine Wechselschaltung. Wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, ein Gerät zu schalten und ich schalte auf der einen Seite ein, müssen die anderen Stellen natürlich irgendwie darüber informiert werden. Genau dafür habe ich eben hier diese Synchronisierung eingebaut. Aber wie funktioniert jetzt die Synchronisierung? Wie ihr euch schon denken könnt, natürlich mit einer Automatisierung. Bevor wir uns die aber im Detail angucken, schwenke ich einmal ein bisschen aus. Denn ich habe in dieser Automatisierung nicht nur die normalen Möglichkeiten einer Automatisierung wie Auslöser, Bedingung und Aktion verwendet, sondern im Bereich Aktion setze ich auf das sogenannte Templating. Das schauen wir uns mal hier in der Dokumentation kurz an. Ich gehe jetzt nicht im Detail auf jeden einzelnen Punkt ein. Das wäre viel zu umfangreich.
Ich verlinke aber die ganze Dokumentation in der Videobeschreibung. Wen das interessiert, der kann sich das Ganze dann im Detail mal ansehen und durchlesen. Und wenn ihr noch weitere Videos zu diesem Thema sehen möchtet, schreibt mir gerne Videovorschläge dazu in die Kommentare oder lasst es mich auch gerne mal wissen, wenn euch ein Livestream zu diesem Thema interessieren würde. Aber wieder zurück zum Templating. Was ist das überhaupt? Templating könnt ihr euch so vorstellen wie eine Programmiersprache innerhalb des Home Assistant. Wie ihr hier schon seht, es gibt mathematische Operationen, es gibt Vergleichsoperationen und es gibt logische Operationen. Das wohl wichtigste Objekt des ganzen Templating ist aber, denke ich, das State-Objekt, hier oben der zweite Link. Und das schauen wir uns jetzt einmal als erstes an. Das State-Objekt State mit On und Off kennen wir ja schon. Da haben wir schon in diversen Automatisierungen drauf reagiert. Aber wie ihr hier seht, dieses Status-Objekt beinhaltet noch mehr als nur den Zustand ein oder aus. Denn ich kann hier zum Beispiel auch abfragen, gib mir mal die Entity-ID oder gib mir mal die Domain, Objekt-ID oder den Namen. Genauso auch, wann wurde der letzte Wert von diesem Entity übermittelt oder auch, wann hat die letzte Statusänderung stattgefunden. Dann gibt es zusätzlich noch einige weitere Attribute wie Friendly Name, Icon und so weiter. Und diese Liste kann auch noch erweitert werden. Das ist wieder abhängig davon, um was für ein Entity es sich handelt. Wie gesagt, die Dokumentation verlinke ich. Ihr könnt euch das im Detail gerne nochmal durchlesen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wichtig an der Stelle ist jetzt erstmal einfach nur, dass ihr wisst, es gibt eben nicht nur den Zustand ein oder aus, sondern eben noch viele andere Werte, die so ein Entity bereitstellen kann. Das wirft natürlich direkt die Frage auf, woher weiß ich denn jetzt, welche Werte mein Entity, was ich gerade abfragen möchte, denn überhaupt liefert? Und damit kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Punkt, und zwar den Entwicklerwerkzeugen. Und zwar betrachten wir uns dazu mal den ersten Reiter Zustände. Hier haben wir die Möglichkeit, nach Entitäten zu suchen. Ich suche jetzt mal nach meinem Nanoleaf, denn darum geht es ja heute. Wähle das aus und dann sehen wir hier schon, der aktuelle Zustand ist on, also es ist eingeschaltet. Dann sehe ich hier unten aber auch noch, es hat zum Beispiel eine Effektliste. Es beinhaltet die Effekte non, also keinen Effekt, Rainbow-Effekt, Scan-Effekt oder Fireworks-Effekt. Das sind die vier Effekte, die mein ESP mit den LEDs uns zur Verfügung stellt. Es steht gerade auf der Helligkeit 213. Dann folgen hier noch einige Farbwerte. Der aktuelle Wert ist non, also kein Effekt. Und der Anzeigename ist Nanoleaf. Genauso haben wir hier unten noch die Tabelle. Die ist jetzt in dem Fall hier schon gefiltert nach Nano. Und hier seht ihr auch nochmal, das Nanoleaf 2 hat zurzeit den Zustand on. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Werte und zum Beispiel auch, dass der Effekt zurzeit non ist. Jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, das Ganze zu überschreiben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen Rainbow-Effekt. Wenn ich jetzt sage Status setzen, dann seht ihr hier unten, wird der Effektstatus auch automatisch aktualisiert. Wenn wir jetzt nochmal in der Übersicht gucken, sehen wir auch hier, ist der Rainbow-Effekt sofort ausgewählt. Wenn ich jetzt hier wieder auf Non zurückstelle und gehe wieder in die Entwicklerwerkzeuge, na, dann war das hier noch nicht aktualisiert. Also einmal gesetzt, behält er das hier bei. Ich mache das nochmal leer. Und jetzt suchen wir nochmal nach Nanoleaf. Ja, jetzt hat er es wieder aktualisiert. Also top aktuell ist auf jeden Fall immer hier unten der Wert in der Tabelle. Und da könnt ihr auch sehen, je nachdem, um was für ein Entity es sich handelt, stellt euch das Entity eben unterschiedliche Attribute zur Verfügung. Heißt, hier bekommt ihr die Information, welche Werte kann ich auf meinem Entity denn überhaupt abfragen. Gehen wir direkt nochmal eben auf den nächsten Punkt, und zwar die Dienste. So, und die Dienste, die helfen uns bei den Automatisierungen, die Dienstdaten zu ermitteln. Denn natürlich, es gibt einmal die Möglichkeit zu sagen, einfach Switch Turn On, Switch Turn Off. Da muss ich nur noch das Entity auswählen und er schaltet den Schalter ein oder aus. Oder eben die Steckdose oder das Licht oder was auch immer. Aber es gibt ja auch kompliziertere Dienste, die eben etwas mehr Daten erfordern, wie zum Beispiel Benachrichtigungen oder zum Beispiel die Heizungssteuerung oder ähnliches. Und da muss ich ja dann erstmal wissen, welche Servicedaten muss ich denn jetzt in der Automatisierung eintragen. Und da hilft mir das Entwicklerwerkzeuge Dienste. Hier kann ich dann auswählen, welchen Dienst möchte ich denn jetzt gerade steuern.
Sagen wir einfach mal, ich möchte meine Heizung die Temperatur setzen. Dann seht ihr hier unten schon eine Übersicht der Parameter, die zur Verfügung stehen. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, mit Beispieldaten füllen. Dann würde er mir das Ganze erstmal hier so schon eintragen, wie ich das nachher auch in der Automatisierung als Dienstdaten einpflegen müsste. Und ich muss dann nur noch so Sachen wie Entity-ID austauschen gegen die Entität, die ich jetzt gerade verwenden möchte. Die könnte ich jetzt hier oben auch auswählen. In meinem Fall habe ich jetzt gerade keine Klimageräte integriert. Von daher kann ich jetzt hier auch kein Klimagerät auswählen. Dann könnte ich jetzt hier noch eben kurz die Temperaturen so anpassen, wie ich sie gerne hätte. Sagen wir mal hier 23 Grad Maximum, 20 Grad Minimum. Er soll heizen und die Zieltemperatur ist eigentlich 22 Grad. Ja, und dann könnte ich das kopieren und in meiner Automatisierung als Dienstdaten einfügen. So, und wir wechseln mal in den Reiter Vorlage. Und der Reiter Vorlage ist der wohl mächtigste, wenn auch vielleicht der komplizierteste für die meisten von euch. Aber genau deshalb habe ich ja dieses Video jetzt hier gemacht. So, und bevor wir uns das jetzt im Detail anschauen, wechsle ich nochmal kurz in die Template-Anleitung und wir schauen uns mal an, wie hier die Beispiele überhaupt aussehen können. Hier sehen wir zum Beispiel ein kurzes Beispiel, in dem eine Benachrichtigung dynamisch zusammengebaut wird. Und zwar haben wir hier ein If-Statement, wo eine Bedingung mit formuliert ist, in der er prüft, ob der Status des Entities Device-Tracker Paulus gleich Home ist. Ihr seht also, das ist so eine If-Then-Else-Abfrage, wie wir sie auch sonst aus der Programmierung wie zum Beispiel eines Arduinos kennen. Er vergleicht also hier den Status von dem Entity mit dem nach dem Komma angegebenen Wert Home. Und wenn Device-Tracker Paulus der Status Home ist, dann gibt er aus H, Paulus ist Home. Und ansonsten, in allen anderen Fällen, sagt er Paulus ist at und gibt dahinter den Status von dem Device-Tracker Paulus aus. Ihr seht hier die Kommandos, die werden immer in geschweifter Klammer Prozent angegeben. Also geschweifte Klammer auf Prozent am Anfang, Prozent geschweifte Klammer zu am Ende. Und hier solche Statusausgaben, die werden immer mit einer doppelten geschweiften Klammer angefangen und beendet werden sie ebenfalls mit einer doppelten geschweiften Klammer, nur eben zu. Ich kopiere jetzt einfach mal dieses Beispiel hier. Ach, eine Besonderheit gibt es hier noch, und zwar das Größerzeichen. Normalerweise müsstet ihr die Message, also die Nachricht hier, in einer Zeile formulieren, hinter dem Doppelpunkt. Damit wir hier aber die Möglichkeit haben, unser Kommando in mehreren Zeilen auch etwas schöner zu formatieren, hat man hier die Möglichkeit zu sagen, ich setze hier als erstes ein Größerzeichen und dadurch weiß Home Assistant, dass die darauffolgenden Zeilen alle eigentlich als eine Zeile auszuwerten sind und alle zu dieser Nachricht gehören. So, wir wechseln jetzt mit diesem Beispiel nochmal in das Entwicklerwerkzeug Vorlage und ich füge das Ganze hier einfach mal ein und ihr seht, Paulus ist at unknown. Also er ist in den Else-Block gesprungen und sagt jetzt hier für diesen Abschnitt unknown. Warum ist das so? In erster Linie, weil es den Device-Tracker Paulus bei mir natürlich nicht gibt. Nehmen wir also mal einen echten Device-Tracker von mir, nehmen wir mal mein Handy, Device-Tracker SMN, so, ich kopiere mir mal den Entitätsnamen, wir gehen wieder in die Vorlage und ich tausche jetzt hier mal den Device-Tracker in beiden Bedingungen aus, also einmal hier in der Bedingung und einmal hier in dem Text und jetzt seht ihr hier, Paulus ist at Prodatic. Prodatic ist ein Standort bei mir, den ich bei mir auch auf der Karte eingetragen habe und aus irgendeinem Grund meint mein Handy jetzt gerade, dass ich noch da wäre. Das ist totaler Quatsch, ich bin eigentlich zu Hause, aber das liegt einfach nur daran, der Device-Tracker ist nicht aktualisiert worden, der Sensor hat sich irgendwie nicht aktualisiert, aber der Sensor steht zurzeit eben nicht auf Home, deshalb kommt auch nicht diese Benachrichtigung, sondern diese und er sagt jetzt, Paulus ist at und der Wert des Device-Trackers von mir, von meinem Handy ist Prodatic. So, und wenn wir jetzt hier oben aber als Bedingung geschrieben hätten, Prodatic soll der Status sein, dann lautet die Meldung, ha, Paulus ist home. Weil diese Bedingung ist jetzt wahr, also ist das hier auch der Wert, der als Nachricht ausgegeben würde. Gehen wir mal eben noch zum nächsten Beispiel. Und zwar ist es auch möglich, eine Schleife zu durchlaufen. Und zwar gibt es hier das Beispiel einer Vorschleife. Und zwar sagt er hier for state in
States Sensor. Das Sensor bezieht sich ja auf keine genaue Entität, sondern Sensor ist eine Domain, genauso wie Switch oder Light oder Binary Sensor. Und das heißt, er durchläuft hier in State alle Entitäten von der Domain Sensor. Und für jede Entität gibt er jetzt hier aus einmal die Entitäts-ID und einmal den Status. Und wie das aussieht, das schauen wir uns auch mal eben an. Dazu kopiere ich das Ganze hier mal eben. Gehe wieder in die Entwicklerwerkzeuge und füge das Ganze hier mal ein. Und dann seht ihr hier die Ausgabe aller Sensoren mit ihren Werten dahinter. So, und das ist auch wieder eine ähnliche Syntax, wie wir es aus der Vorschleife von Arduino oder sonstigen Programmiersprachen kennen. Das heißt, das State ist kein Befehl oder sonstiges, sondern State ist in dem Fall jetzt hier die Variable, in der immer das jeweilige Entity von dem aktuellen Durchlauf drin steht. Das heißt, das könnten wir auch mal Entität nennen oder Entity. Finde ich persönlich etwas sprechender. Und dann müssen wir natürlich die beiden anderen Stellen, wo die Variable verwendet wird, auch anpassen. So, und jetzt seht ihr hier, wir durchlaufen alle States-Objekte von der Domain Sensor und holen uns dazu die Entity-ID und sagen dann gleich Entity-State. Und dann erhalten wir hier diese Liste. Ich kann hier natürlich genauso auch sagen, mach das mal bitte für alle meine Lichter oder mach das mal für alle meine Schalter oder auch für alle meine Binary-Sensoren, wie zum Beispiel Bewegungsmelder, Fenstersensoren oder ähnliches. So, und in unserem Fall möchten wir jetzt eine Automatisierung bauen. Auch das ist hier in der Dokumentation in diesem Abschnitt sehr gut und ausführlich mit sehr, sehr vielen Beispielen erklärt. Die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch also im Detail auch nochmal in Ruhe selber nachlesen. Wir schauen mal eben kurz in die Beispiele hier rein. Zu Beginn sind hier einige ja ziemlich einfache Automatisierungen, die wir uns auch so ganz normal über den Dialog zusammenklicken können. Ja, und hier unten sehen wir das erste Mal, hier wird ein dynamischer Wert verwendet. Das heißt, hier wird ausgegeben, was für ein Event war denn überhaupt der Auslöser? So, und das ist ja schon mal ein für uns interessanter Wert. Das heißt, hier sehen wir schon mal, wir haben die Möglichkeit, auf den Auslöser zuzugreifen und uns auch Informationen zu dem Auslöser abzufragen. Heißt, wenn wir unsere Aktion definieren, was in unserer Automatisierung passieren soll, haben wir hier die Möglichkeit, in unserem Template nochmal nachzuprüfen, was hat das Ganze denn überhaupt hier oben getriggert? Welches Gerät war das zum Beispiel? Oder welchen Status hatte das Gerät gerade? Oder welcher Status ist der neue Status, der den Trigger ausgelöst hat? Aber auch hier gilt wieder die Frage, was für Werte gibt es denn hier? Was kann ich denn hier überhaupt alles abfragen, auswerten oder auch ausgeben? Die Frage können wir uns ganz leicht beantworten, indem wir hier in diesen Punkt Triggers schauen. Hier finden wir ebenfalls wieder so einige Beispiele. Erstmal, wie ist so ein Trigger überhaupt aufgebaut? Was gibt es für verschiedene Typen von Triggern? Und letzten Endes, die Werte, die hier unter Trigger eingetragen werden, wie Plattform, Entity-ID, From oder To, die können wir hinterher auch alle abfragen. Das sind ja eigentlich die Werte, die wir in der Automatisierung im Dialog beim Auslöser anklicken können. Heißt, wenn wir hier in unsere Automatisierung gehen, dann sagen wir hier ja auch, wir haben einen Auslösertyp, wir haben eine Entität und wir sagen zum Beispiel von und zu. Und das ist zum Beispiel unser From und To. Und diese Werte lassen sich dann in der Automatisierung auch wieder abfragen. So, und wenn wir uns dann mal hier diesen Bereich Automation noch weiter ansehen, dann gibt es hier eben auch den Punkt Templates. Und hier würde ich sagen, geht es dann ans Eingemachte, letzten Endes aber auch genau um das, worum es in diesem Video geht. Nämlich um Templating, also um Programmierung von dynamischen Inhalten. Ja, und hier seht ihr schon ein ganz schönes Beispiel. Es ist wieder eine Benachrichtigung. Und zwar, Paulus just changed from trigger from state state to trigger to state state. So, das heißt nichts anderes, als er gibt hier aus, dass der Status von Paulus, also von dem Entity Device Tracker Paulus, sich geändert hat von dem Zustand trigger from state
Trigger-State nach Trigger-to-State.state. Also mit Trigger-from-State bekommen wir immer den Ausgangsstatus des Objektes, was den Auslöser verursacht hat. Und mit Trigger-to-State bekommen wir den Status, den das Objekt nach dem Auslösen hatte. Zum Beispiel, wenn wir eine Automatisierung bauen, die einen Zustand von einem Lichtschalter überwacht und wir sagen, Auslöser soll sein, wenn der Status von aus nach ein wechselt, dann würden wir hier in dem from-State als Status off bekommen und im Trigger-to-State würde er uns on zurückliefern. Genauso können wir hier abfragen Trigger.EntityID und das sagt uns, welche Entität denn jetzt diese Aktion oder diese Automatisierung überhaupt ausgelöst hat. So, und mit diesen Informationen können wir jetzt mal in die Automatisierung wechseln und uns mal anschauen, wie habe ich denn jetzt diese beiden Schalter synchron bekommen mit nur einer Automatisierung. So, dazu wechseln wir jetzt nochmal unter Einstellungen in den Bereich Automatisierungen und schauen uns jetzt mal die Automatisierung Sonoff T2 Büro Switch 2 Nanoleaf 1 aus an. Der Name ist wahrscheinlich komplexer als die Automatisierung selber, aber sei es drum. Auf den ersten Blick eine normale Automatisierung. Hier oben der Name, der Modus ist einzeln und die Automatisierung ist natürlich aktiv. Wir überwachen als Auslöser den Zustand, und zwar einer Entität, genauer gesagt von zwei Entitäten. Das haben wir so bisher auch noch nicht gemacht. Man hat die Möglichkeit, hier nicht nur eine Entität auszuwählen, sondern ich kann hier mit einem Komma getrennt auch mehrere Entitäten angeben. In dem Fall überwachen wir einmal die Entität light.t2-l2, das ist mein Sonoff Lichtschalter, und die Entität light.nanoleaf-2, also mein LED-Panel. Bisher haben wir hier dann auch immer von off nach on oder von on zu off eingetragen. Das habe ich hier auch nicht angegeben und insofern wird dieser Auslöser immer gezündet, sobald sich der Zustand von einem dieser beiden Entitäten ändert. Egal ob ich einschalte, ob ich ausschalte, egal welche der beiden Entitäten ich schalte, diese Automatisierung zieht bei jeder Zustandsänderung von diesen beiden Entitäten. So, eine Bedingung haben wir hier auch nicht und insofern kommen wir direkt zur eigentlichen Aktion, die ausgelöst wird. Und wie ihr schon seht, ist das keine normale definierte Aktion mehr, sondern hier musste ich ein Programm im YAML-Format schreiben. Und genau deshalb habe ich euch auch vorher das ganze Templating so ein bisschen mal gezeigt, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was ich jetzt hier überhaupt mit diesem Code genau mache. Und den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Damit ihr das Ganze ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was ich jetzt hier mit diesem Code zusammenbaue, rufe ich jetzt hier mal noch den normalen Dialog auf. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, ich benutze hier ein Service-Template und ein Data-Template. Also, wir benutzen eine Aktion vom Typ Dienst. Also wähle ich jetzt hier auch mal aus Dienst ausführen. Und der Dienst wäre dann zum Beispiel light-turn-on. Und in dem Fall sagen wir jetzt einfach mal das Nanoleaf 2. Das wäre jetzt so eine normale Aktion, die wir eigentlich zusammenklicken würden, wenn wir sagen wollen, schalte das Nanoleaf ein. So, und das kann ich mir ja auch mal als YAML angucken. Und dann sehen wir hier Service Light Turn On, keine Data, aber eine Entity ID Light Nanoleaf 2. So, und das ist eigentlich das, was ich hiermit zusammenbaue. Schauen wir mal an, wie das Ganze wirklich funktioniert. Service-Template Doppelpunkt besagt nichts anderes als, wir möchten jetzt hier mit diesem logischen Operator den Service definieren. Und zwar light-turn-on oder eben light-turn-off. Denn wir wissen ja nicht, hat derjenige jetzt den Schalter ein- oder ausgeschaltet? Und genau das werten wir hier aus, indem wir abfragen, wenn der To-State vom Auslöser den Status on hat, dann wählen wir den Service Light Turn On und sonst, wenn der Status vom To-State des Auslösers off ist, dann nehmen wir den Service Light Turn Off. Mit endIf wird die If-Abfrage beendet. Ja, und darüber wird entschieden, ob jetzt hier im Service Light Turn On oder Light Turn Off verwendet werden soll. Wir können uns das Ganze auch nochmal eben kurz in den Entwicklerwerkzeugen anschauen.
Und zwar, wenn ich hier auf die Vorlagen gehe und das hier jetzt mal reinkopiere. Okay, dann kann er jetzt mit Trigger natürlich nichts anfangen, denn wir haben hier natürlich keinen Auslöser. Aber ich könnte stattdessen jetzt hier zum Beispiel mal einfach sagen Light Nano Leaf unterstrich 2. Ah, das kennt er auch noch nicht. States. So. Und weil mein Nano Leaf ja eben eingeschaltet ist, sagt er jetzt hier auch Light Turn On. So, und dann muss ich natürlich eigentlich das hier unten auch noch austauschen. So, und jetzt prüft er, ist NanoLeaf 2 State On? Dann benutzen wir Light Turn On. Denn wenn das NanoLeaf eingeschaltet wird, dann soll auch der Lichtschalter eingeschaltet werden. Oder beziehungsweise, wenn eins der Geräte eingeschaltet wird, soll das andere ebenfalls eingeschaltet werden. So, und genau darum geht es jetzt bei der Entity ID. Denn hier prüfen wir nicht mehr den Status, ob er ein- oder ausgeschaltet ist, sondern hier prüfen wir, welches Gerät hat denn jetzt gerade hier diese Aktion ausgelöst. Und das machen wir mit if trigger from state entity ID, also ist das Entity des from state vom Auslöser das NanoLeaf gewesen, dann möchten wir als Entität den Lichtschalter verwenden. Und sonst, wenn die Entity ID vom Auslöser der Lichtschalter war, dann möchten wir das NanoLeaf benutzen. So, und das Ganze in Kombination, das sorgt einfach dafür, wenn ich jetzt meinen NanoLeaf einschalte, kommt er hier rein und prüft, wie ist der Status des Triggers. In dem Fall, ich habe das NanoLeaf eingeschaltet, also wählt er hier auch als Service Turn On. Und bei der Entity ID guckt er, alles klar, das NanoLeaf war der Auslöser, also müssen wir jetzt den Lichtschalter ebenfalls noch einschalten. Und über dieses Codeschnipsel ist es jetzt also möglich, mit einer Automatisierung dafür zu sorgen, dass wenn ich hier ausschalte, dieser Lichtschalter ausgeht, wenn ich hier einschalte, dieses Ding wieder eingeht und hin und her und kreuz und quer, es ist ganz egal, was ich mache, diese beiden Geräte sind immer in dem gleichen Status. Ja, also wie ihr seht, das Thema Templating ist nicht ganz so einfach, aber ich denke, es ist mit das mächtigste Tool, was Home Assistant zu bieten hat. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein bisschen näher bringen und euer Interesse wecken. Gebt mir doch gerne mal ein bisschen Feedback dazu, was ihr vom Thema Templating haltet und ob ihr gerne nochmal ein Video oder lieber einen Livestream zu dem Thema sehen möchtet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und mir natürlich auch weiterhelfen, euch den passenden Content zu liefern. Ja, soviel zum Thema Entwicklertools und Synchronisieren von mehreren Schaltern im Home Assistant. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir soweit folgen. Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!